Der hatte wirklich da oben einfach an 10.000 Euro hängen. Verrückt. Und das ist все экологическое. Да? Todo eco. Das ist Maracuja? Такие большие, я думал, они такие маленькие. Okay. Ja, wir gehen einfach hier entlang. Also hier gibt es noch mehr Obst. Also ich bin absoluter Petersilienfreund. Richtig nice. Ich stehe total auf Petersilie. Hola, Senora. Hola. Una pregunta. ¿Qué es en español este? Perejil. Perejil? Perejil, sí. А по-русски как? А по-русски? Петрушка. Петрушка, да. Уже русский почти что забыл. Да. А это тоже отсюда, да? Да, это с такой ромкой. Это перехиль, петрушка, кинза, силантро. Личуга, батавия, когойо, рохо, ярба уэрто. Мята, как наша мята. Ну. Понятно. Можно попробовать один листик? А он помытый? Помытый, все мыто. Ich bin ja absoluter Petersilien-Fan. Richtig geil. Я люблю петрушку. Да. Schmeckt richtig gut. У нас здесь все экологическое. Да? Todo eco. А вы тоже тут живете? Живем здесь, да. А вы случайно Алекса не знаете? Какого? Он там, у него своя ферма есть, там где Гуймар. Русский? Нет. А вы с России или с Украины? Я с России. С России? Откуда у вас Россия? С Брянска. С Брянска? А это где? Брянск это на границе с Украиной. А, понятно. Да. А вот подруга моя в Украине. А, здесь, со мной. А я-то сам родился на Кавказе. На Кавказе? А когда мне 5 лет было, мы приехали в Германию, и поэтому я в Германии вырос. Интересно. Слушай, то есть ты на скольких языках разговариваешь? Как по немецкому, как это мой язык, то русский, английский, и чуть-чуть еще по-польски могу. И по-испански. Класс. Хочешь пройди дальше, посмотри, у нас там. Да? Это еще второе место. А это вы сами все выращиваете? Да, зелень да? Вся наша. Да, nice. Наши а у ваша финка где? Такоронте. Такоронте, Такоронте. А, знаю, да. Знаешь? Да. Nice, guys. Die haben auch eine eigene Finca, wo die das Zeug anbauen. Ist alles bio auch, richtig nice. Herbolario La Venta Verde. Это имя Финки? Это название нашего магазина. А, окей, тут написано. С другой стороны у тебя. Оля. Ах, крас, die haben hier extrem viele Sachen. Haben die alles auf ihrer Finca angebaut. Nice. Wie ihr seht, gibt es ja fast alles, was es auch in Deutschland gibt. Plus, durch das Klima hast du auch natürlich, durch das Klima hat man auch natürlich dann so besondere Sachen wie Kiwi oder hier Limetten, Avocados. Ja, oder, а это что такое? Maracuja. Вот это Maracuja? Такие большие, я думал, они такие маленькие. Классно. Классно. Leute, das da ist einfach Maracuja. Можете мне одну дать посмотреть? Спасибо. Guckt euch an, die sind so riesig. Alter. Bei uns sind die im Supermarkt, wenn es hochkommt, vielleicht so groß. Und hier sind die einfach riesig, Alter. Geil. Ja, und Pomelo haben die auch. Was ist das? Habe ich keine Ahnung. Ist, glaube ich, also das da ist, glaube ich, auch Maracuja. Verrückt.
Ja, und natürlich auch Mangos und Papayas. Ziemlich nice. А вы что тоже тут это медикаменты продаете? Не медикаменты, это добавки, ну, витамины всяческие. А, понятно. Алло, папа. Алло, папа. Como está? Bien, tú? Bien, también. Спасибо вам. Поблагодарю. Чао. Naja, wir gehen auf jeden Fall weiter, aber ich glaube, hier sind wir schon am Ende angekommen. Ich habe auch nur 14 Minuten Speicher frei. Wir kriegen aber auf jeden Fall noch alles auf die Kamera drauf. Nice. Wow, Alter, da ist einfach dieses wow, das ganze Jamon hier am Hängen. Zieht euch rein. Hola. Este mucho dinero, sí? Una pregunta. Es posible probar? Geil, Alter, ich probiere das jetzt erstmal. Aber das ist einfach so heftig. Da ist man hier im Serrano-Himmel. Wow, du eres un maestro, sí? ¿Cuánto cuesta para todo este? Todo en una pieza entera. Sí. ¿Cuánto? 600, 700. 600, 700. Euros? Euros. Really? Wow. Leute, so ein komplettes Teil kostet einfach mal 600 Euro. Guck mal, wie viel hier hängen. Este a 20 Euros. So este más o menos 10 mil euros, ¿sí? Sí. Wow. Wow. Leute, da hängt einfach an der Decke so an die 10.000 Euro. Sí, es muy interesante. Sí. El allá otro. Pero tú este jefe aquí, ¿no? Oh, muchas gracias, señor. Es como una aventura en mi, in my mouth. Boah, Leute, das schmeckt einfach so geil. Mm. Richtig geil. Vale. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Ciao. Mm. Das Zeug schmeckt einfach so geil, Leute. Der hatte wirklich da oben einfach an 10.000 Euro hängen. Verrückt. Und alle, die auch so ein Fan wie ich von diesem spanischen Schinken sind, diesem Jamon, wissen, wie geil das ist. Und diesen Fisch, den habe ich in der einen Finca gegessen, wo ich war. Also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, wo ich in der ersten Finca war, in der ersten Biofarm, guckt euch dazu auf jeden Fall das Video an, das findet ihr hier. Wow, auch hier so Muscheln und sowas. Verrückt. Boah, was ist das denn? Krass. Hola. Oh, Leute, hier Austern. Una pregunta. ¿Cuánto cuesta para un Austern? Austern te cuesta 3 euros. Una. 3 euros para uno. Una te cuesta 3 euros, correcto. Ah, vale. Okay. Muchas gracias. Okay, 3 Euro für eine Austern.
Und als ich in Frankreich war, hat irgendwie eine 2 Euro gekostet. Also der Preis hier ist jetzt nicht viel schlechter als in Frankreich, muss ich sagen. Wow, was hat der Fisch für riesige Augen. Guckt euch den Fisch an. Aber wir gehen hier wieder raus. Boah. Noch mal kurz hier eine Moräne. Junge, guckt euch die Zähne von da an. Verrückt. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder raus aus der Fischabteilung. Ach, krass. Das ist schon getrockneter Fisch. Getrocknet und gesalzen. Auch nice, bin ich Fan von. Getrockneter Fisch mit Bier. Oh, es gibt nichts Besseres. Aber was für Berge an Fisch. Geil. So, Guys, ich muss hier auf jeden Fall noch mal Brot holen für die Kollegen von der Finca. Hola, Señora. Hola. Una pregunta. Este panadería de alemán? No. No. De aquí, Canaria. Pero mujer dice esta panadería de alemán. Antes. Ah, antes, vale. Antes. Antes sí. Que yo quiero un momento. Trigo de centeno. ¿Solo centeno? Trigo de centeno 100%. No, trigo de centeno. Centeno, es que centeno se me acabó, se me terminó. Vale, un momento. Un momento. Ich rufe die jetzt mal an und dann frage ich, was sie eigentlich wollte. Okay. Señora. Dígame. Este un hombre en español. Sí, hola. Sí, dígame. Geil. Privat Lieferservice Vladi, Alter. Wenn ihr Brot braucht, sagt Bescheid. Okay, Guys. Ich bin jetzt eigentlich überall gewesen. Ziemlich nice, der Laden hier, der Markt. Okay, Guys. Dieses Video endet hier, doch das nächste kommt schon bald. See you in the next one. Peace.